Und damit willkommen zum Marktplatz Neumarkt. Zunächst blicken wir kurz rüber nach Parsberg. Dort gab es Ende letzter Woche Grund zum Feiern. In den Monaten zuvor rollten zwischen der dortigen Grundschule und dem Sonderpädagogischen Förderzentrum die Bagger. Sie ließen etwas in die Höhe wachsen, was in Zukunft zum Zusammenwachsen beitragen soll. Dieser neue Gang verbindet die Grundschule Parsberg nicht nur räumlich mit dem Sonderpädagogischen Förderzentrum daneben. Er soll dies in Zukunft auch gefühlsmäßig tun. Kinder und Jugendliche mit Förderbedarf bekommen damit noch mehr Berührungspunkte mit den 252 Grundschülern, welche ihre Nachbarn sind. Aber diese Schülerzahl ändert sich fast täglich, weil nach Parsberg ein enormer Zuzug herrscht. Vor allem aus Osteuropa. Unsere Handwerksfirmen hier brauchen Arbeiter und die bringen natürlich nach einer kurzen Probezeit ihre Familien mit. Durch die Baumaßnahme hat der Nachwuchs nun mehr Platz. Unter anderem in einer neuen Aula und einer Mensa. Viele der Bereiche sind darauf ausgelegt, gemeinsam genutzt zu werden. Also von Kindern mit und ohne Förderbedarf. Neben anfänglichen Berührungsängsten, die dann vielleicht da mal vorhanden waren, ist es ganz schnell dazu gekommen, dass alle gesehen haben, dass Schüler, dass Grundschüler und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf jederzeit problemlos miteinander lernen können. Der eigentliche Kernunterricht findet für die Schüler in beiden Einrichtungen ohnehin noch separat und auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten statt. Davon abgesehen gibt es aber viele Situationen, in denen man sich trifft. Auf dem Schulhof, auf dem wir jetzt stehen, und in der neu errichteten Aula verbringen wir gemeinsam die Grundschüler von der Förderschule, die Grundschüler von der Grundschule und auch die Großen, die Hauptschüler von der Förderschule, ohne Probleme zusammen jetzt jede Pause. Darüber hinaus sind weitere schulische Veranstaltungen geplant, welche sich an Kinder und Jugendliche beider Häuser richten. Insgesamt 7,5 Millionen Euro wurden für die Um- und Anbauten investiert. Wir bekommen eine staatliche Förderung von 3,1 Millionen Euro. Und die Stadt Parsberg ist mit in Summe mit etwa 2 Millionen Euro dabei. Und der Restbetrag kommt vom Landkreis Neumarkt. Alles in allem dürften die Beteiligten froh sein, dass die großen Bagger weg sind und den Platz für ihre Spielzeugpendants geräumt haben. Wir bleiben bei den Baumaßnahmen, kommen aber zurück nach Neumarkt. Das momentan im Bau befindliche Ganzjahresbad ist noch nicht so weit, dass es eingeweiht werden kann. Inzwischen weiß man aber, welchen Namen das Kind bekommen soll. Manche Eltern in Spee geraten in Streit darüber, wie der Nachwuchs später heißen soll. Sehr harmonisch ging es dagegen bei der Namensfindung für das Neumarkter Ganzjahresbad zu. Und das, obwohl die neunköpfige Jury viele Vorschläge von der Öffentlichkeit erhalten hatte. Immerhin 637 sind diesem Aufruf, dem öffentlichen Aufruf, irgendeinen Namensbeitrag zunächst mal zu leisten, nachgekommen. Mit so einer großen Zahl haben wir nicht gerechnet. Aus einer Vorauswahl von 10 Namen wurde schließlich einstimmig Schlossbad ausgewählt. Als Anspielung auf das Pfalzgrafenschloss, welches nur einige hundert Meter vom Bad entfernt ist. Und es freut mich, dass natürlich 5 Personen auch diesen Vorschlag gemacht haben. Und die werden auch dementsprechend zur Pre-Opening-Wippe-Eröffnung dann auch mit Begleitung eingeladen, als Dank, dass sie hier sozusagen diesen Vorarbeit geleistet haben. Das Logo, das bereits entworfen wurde, verbindet symbolische Wellen mit einer kleinen Krone. An der Großbaustelle geht es derweil wie geplant voran. Also es lässt sich schon einiges erahnen, auch die Höhe der Badehalle jetzt schon durch die ersten Elemente, die dort stehen. Also insofern, die Dimensionen werden so langsam zumindest greifbar. Erfreut ist man auch darüber, dass das Freibad in der letzten Saison von 182.000 Gästen besucht wurde. Und das, obwohl direkt daneben Kräne und Bagger am Werk waren. Sie sehen Werbung zur Wahl des Bayerischen Landtags 2018. Für Inhalt und Gestaltung sind ausschließlich die werbenden Parteien verantwortlich. Meine Motivation ist die Liebe zu den Menschen in der Oberpfalz und die Verantwortung gegenüber nachfolgenden Generationen. Die Oberpfalz ist heute ein weltweiter Markenbegriff für Tradition und Fortschritt, für menschlich und modern, für wirtschaftsstark und sozial, für heimatverbunden und weltoffen. Wir wollen daher auch weiterhin erfolgreich Verantwortung für eine sichere Zukunft unserer Bürger übernehmen.
Bitte gehen Sie zur Wahl, wählen Sie mit beiden Stimmen CSU. Für unsere Heimat Oberpfalz, für uns alle. Sie sahen Werbung zur Wahl des Bayerischen Landtags 2018. Für Inhalt und Gestaltung sind ausschließlich die werbenden Parteien verantwortlich. Ohne eine gute Baufinanzierung fehlt das wichtigste Fundament. Nutzen Sie dafür das Wissen unserer Experten, die schon über 7 Millionen Menschen in die eigenen vier Wände gebracht haben. Lassen Sie sich jetzt bei den Volks- und Raiffeisenbanken und den Heimatexperten von Schwäbisch Hall zu Ihrer Baufinanzierung beraten. Ein Kloster kann nicht nur ein Ort der Ruhe sein. Von Fachtagungen über Betriebs- und Weihnachtsfeiern bis hin zu Familienfesten. St. Josef in Neumarkt bietet für Ihre Veranstaltungen das passende Ambiente. Hier finden Sie moderne Seminarräume, gemütliches Flair, grüne Oasen, Kulturangebote und komfortable Unterbringungen für Ihre Gäste. Das Tagungs- und Gästehaus der Schwestern vom göttlichen Erlöser im Kloster St. Josef in Neumarkt. Herbstlich willkommen bei Blumen und Garten Haberler in Neumarkt. Die Sommerblumen haben ihren Zweck erfüllt und der Herbst lädt sie ein mit leuchtenden Blüten, Blättern und Beeren. Bei uns finden Sie alles für Ihren herbstlichen Garten, Balkon oder Terrasse. Blumen und Garten Haberler in Neumarkt. Mutters Pflege wird immer schwerer und die Kasse zahlt nicht. Ob ich gesundheitlich bis zur Rente durchhalte? Sie haben Fragen zu Rente, Behinderung und Pflege? Wir kümmern uns mit Ihnen darum. Sozialrechtsberatung mit Herz und Verstand. Werden Sie Mitglied beim VDK. Wir helfen Ihnen weiter, wenn es um Rente, Behinderung und Pflege geht. Die BGN Gleichauf mit ihren 60 qualifizierten und freundlichen Mitarbeitern verfügt über umfangreiches Know-how und erarbeitet selbst für komplizierte Sachverhalte mit Ihnen zusammen eine passende Lösung. Ob Haustür, Garagentor, Sonnenschutz, wir haben für jeden Bedarf das passende Produkt. Hier findet jeder sein passendes Profi-Werkzeug in unserem riesigen Sortiment. Kommen Sie zu BGN Gleichauf, Ihrer Handwerkstatt und Bäderseenplan in Kaufen-Ausstellung in Neumarkt. Die Neumarkter Schmankerlwochen 2018. Genießen Sie den ganzen Oktober unter dem Motto Gerichte mit Geschichten. 10 Schmankerlwirte präsentieren Ihnen besondere Kreationen, welche mit außergewöhnlichen Erlebnissen und Ereignissen verknüpft sind. Die Neumarkter Schmankerlwochen 2018 vom 1. bis 31. Oktober. Willkommen zurück. In meiner Schulzeit hatte ich 3 erklärte Erzfeinde. Den Kasten, den Barren und die Ringe. Wenn Sie dem Sportunterricht auch immer so entgegenfieberten wie ich, also mit Albträumen, dann werden Sie sich sicher freuen, jetzt einige dieser typischen Turnhallenutensilien wiederzusehen. Und Sie werden erstaunt sein, denn es gibt doch tatsächlich Leute, die im Umgang damit Spaß haben. Winston Churchills bekannte Abneigung gegen Sport können Sie nicht teilen. Die 1800 Teilnehmer aus über 90 deutschen Vereinen, die an diesem Wochenende in Neumarkt um Meistertitel und Pokale kämpfen. Die antretenden Teams durften dabei aus 8 Disziplinen 4 auswählen, darunter 2, in denen Ergebnisse klar gemessen oder gezählt werden, und 2, bei denen andere Kriterien wichtig sind. Hier hinter uns läuft der Garde-Turn, da ist die Schwierigkeit der Übung ein Bestandteil, da ist die Gestaltung ein Bestandteil, die Umsetzung der Musik natürlich, und daraus wird dann eben ein Punktwert gebildet. Und so sammelten die Teilnehmer unter anderem Punkte beim Staffellauf, beim Tanz, beim Weitwurf und erstaunlicherweise beim A Cappella-Gesang. Sie kriegen heute noch Turnerliederbücher zu kaufen, also wenn Sie in den Handel gehen. Das ist tatsächlich eben früher in den Turnvereinen eine alte Tradition gewesen.
Und in diesen turnerischen Mehrkämpfen versucht der Deutsche Turnerbund auch diese Traditionen aufrechtzuerhalten. Im Vordergrund standen natürlich schon Disziplinen, bei denen sich andere Bänder im Körper bewegen als die Stimmbänder. Der Großteil der antretenden Vereine stammte aus Bayern. Es gab jedoch auch Teams aus anderen Bundesländern. Ja, wir sind vom TSV Nordharreslee, das ist bei Flensburg, bei der dänischen Grenze. Und wir sind gestern mit einem kleinen Van ungefähr 10,5 Stunden mit Stau und stockendem Verkehr unterwegs gewesen. Organisiert wurde die Veranstaltung vom TSV Bernhardswald und vom BSC Woffenbach. Stadt und Landkreis stellten mit Schulen, Jurahallen und Co. die Austragungsorte zur Verfügung. Neumarkt ist natürlich ideal für so eine Veranstaltung. Die kurzen Wege sind genial. Wir hatten in Regensburg oder in Feischen-Vorwald auch das Problem, dass wir die in zwei teilen mussten und die Wettkampfstätten relativ weit auseinander waren. Hier kann jeder zum anderen gehen. Hier haben wir einen Versorgungspunkt, da treffen sich alle, die können miteinander reden. Das ist nämlich auch noch eine ganz wichtige Sache. Das Kommunizieren miteinander, etwas miteinander gestalten, sich miteinander freuen. Für die Organisatoren hat sich der knapp zweijährige Vorbereitungsmarathon gelohnt. Bei dieser Disziplin gibt es zwar keine Medaillen, hier winkt jedoch als Pokal gute Stimmung auf und am Rand der Tartanbahn. So, jetzt kommen wir zu einem Thema, was mir mehr liegt, und zwar Essen. Bei einem traditionellen Dinner ist es ja so, der Wirt kümmert sich um das, was kulinarisch auf den Tisch kommt, und die Gäste tischen ihre Geschichten auf. Nicht so bei den diesjährigen Neumarkter Schmankerlwochen. Um so manche bekannte Speise ranken sich Anekdoten, zum Beispiel darüber, wie sie entstanden ist. Bei den Neumarkter Schmankerlwochen ist das diesjährige Motto Gerichte mit Geschichte. Zu den Menüs servieren die teilnehmenden Wirte auch Hintergrundwissen, das mal komplett wahr und belegbar ist und mal einfach nur unterhaltsam. Die Rezepte können ja wirklich aus aller Welt kommen, aber es setzt sich immer mehr durch und ich freue mich, dass da die Schmankerlwirte auch echt mitziehen, dass wir immer mehr regionale und saisonale Produkte auch mit einsetzen. Im Restaurant W3 wurden am Donnerstag letzter Woche die Schmankerlwochen eröffnet. Dabei gab es unter anderem eine Kürbissuppe, die Sternekoch Paul Bocuse zu seinen Lieblingen zählte, und Surf and Turf, ein Roastbeef-Gericht, das in Nordamerika sehr populär ist. Eines darf auch in dieser Sendung nicht fehlen: eine handverlesene Auswahl von Veranstaltungen aus Stadt und Landkreis Neumarkt. Wir wissen, wo was los ist und was schmeckt. Vom Fass in Neumarkt. Sehen, probieren, genießen. Im G6 lädt Moderator Michael Jakob am Donnerstag wieder zum Poetry Slam. Dabei buhlen junge Poeten mit selbstverfassten Texten um die Gunst des Publikums. Und zwar immer maximal 7 Minuten lang. Los geht's um 19.30 Uhr und der Eintritt ist frei. Alte Rockklassiker versehen mit fränkischen Mundarttexten. Das ist das Markenzeichen der Frankenmafia. Hier haben sich 5 Musiker zusammengefunden, die vor Spielfreude nur so sprudeln und alle Themen beackern, die ihnen gerade über den Weg laufen. An diesem Samstag steht die Mafia auf der Kneipenbühne in Oberweiling, und zwar ab 20 Uhr. Melissa und Andi sind recht unterschiedliche Menschen, die sich allerdings seit ihrer Kindheit immer wieder Briefe schreiben. Diese Freundschaft wird irgendwann zu einer kurzen Affäre, aber nie zur großen Liebe. Dennoch heißt das Stück Love Letters. Zu sehen ist es am Samstag ab 20 Uhr im Raumwerk. Karten für diese Veranstaltung des Kulturvereins K3 gibt es unter anderem im Ticketshop des Wochenblatts am Oberen Markt. Wir wissen, wo was los ist und was schmeckt. Vom Fass in Neumarkt. Sehen, probieren, genießen. Der Oktober, das ist der Monat der Erntedankfeste. Die Neumarkter Lamsbrauerei feiert ihres nächste Woche, unter anderem am Freitag mit einem Kabarettabend. Und für diesen Abend verlosen wir jetzt 2x2 und 1x3 Freikarten. Wenn Sie diese haben möchten, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an info@neumarkt-tv.de, Stichwort Erntedank. Einsendeschluss ist der Freitag dieser Woche, also der 5. Oktober um 12 Uhr. Die Gewinner werden benachrichtigt. Und das war's für heute. Am Freitag sehen wir uns hoffentlich wieder bei einer neuen Folge von Endlich Wochenende. Danke fürs Zuschauen.